Fangen wir ganz simpel an. Wie sehr freust du dich, selbst nochmal auf dem Fußballplatz zu stehen, zusammen oder gegen Kuba? Also ich freue mich immer, wenn ich auf dem Platz stehen darf. Also auch jetzt ein paar Mal im Training habe ich zusammen mit den Jungs trainiert. Das war nett. Ich freue mich immer, also vor allem wenn das noch sein Abschiedsspiel stattfindet, wird das was Besonderes für mich und für Kuba auch. Wir haben hier große Erfolge gefeiert mit den Fans, mit dem Verein. Deswegen, wir freuen uns so sehr, dass wir uns am 7.9. auf dem Platz sehen und werden leider gegeneinander spielen, aber klar, das wird ein super Fest sein, denke ich. Piszczek und Kuba, diese Namen stehen bei Borussia Dortmund ja auch für eine Ära. Abschiedsspiel bedeutet ja auch immer ein bisschen Revue passieren lassen. Meisterschaften, Doublesieger, das Spiel Malaga vor der Südtribüne. Wie blickst du auf die Jahre bei Borussia Dortmund zurück? Ja, also ich habe sehr schöne 11 Jahre hier erlebt als Spieler. Und die Erlebnisse, das habe ich immer, wenn ich die Augen zumache, die alle Aktionen, welche Sie gerade gesagt haben, habe ich vor Augen. So zum Beispiel Santana, wenn der Abseits-Tor macht. Oder Pokalfinale, das letzte Pokalfinale für mich, gewonnen gegen RB Leipzig. Auch die Spiele gegen Bayern zu Hause, welche wir gewonnen haben, wenn Roman Elfmeter gehalten hat und dann Löwe mit dem Hacke das Tor erzielt. Viele, viele gute Erlebnisse. Champions League Finale leider Niederlage, aber das bleibt auch im Kopf. Alles gehört dazu. Das waren nicht nur gute Erlebnisse, waren auch ein paar schlechtere. Aber wie auch im Leben läuft's. Es ist nicht immer berghoch. Man muss auch ein bisschen tiefer erleben, dass man sich entwickelt auch. Als Sie die Mannschaft dann zusammengestellt haben, zusammen wahrscheinlich mit dem Kollegen Kuba, dann saßen Sie da 2 Tage vorm Telefon und haben die Jungs abtelefoniert? Oder wie kann ich mir das vorstellen und wie waren dann so die Reaktionen von den Jungs? Naja, also das war relativ einfach. Also nur das Problem war mit dem Spieler, welche wir zusammengespielt haben. Das müssen wir uns ein bisschen teilen. Ich denke, das haben wir auch ordentlich gemacht. Zwei Verteidiger hier, zwei Verteidiger da und so. Das war der Fall. Und ich habe ein bisschen länger hier gespielt und auch in diesem Profibereich. Und da vielleicht werde ich ein bisschen jüngere Mannschaft haben als Kuba. Aber die Erfahrung kann das Spiel auch gewinnen, deswegen müssen wir aufpassen. Auf welches Wiedersehen freuen Sie sich denn am meisten? Vor allem. Also alle Leute, welche da waren, ich habe mit den Leuten sehr, sehr gutes Verhältnis und auch immer was Gutes auf dem Zusammenarbeit. Ich nenne die immer Kollegen von Arbeit. Also deswegen, klar, Jürgen kam, das ist auch schön. Ja, eigentlich hat er jetzt Zeit, wäre ein bisschen ein Problem, wenn er bei Liverpool noch tätig wäre, aber sonst, er musste kommen. Ja, alle Leute, welche da waren, auch im Stadion, also die Fans, welche vorbeikommen werden, das wird für uns sehr schön sein, weil das zeigt die Wertschätzung, welche die für uns beide haben. Gibt es eine Wette zwischen Ihnen beiden oder Noch worum geht es nicht, bei dem Spiel? aber wir werden bestimmt, also ich und Kuba, wir haben immer um was gespielt, Basketball oder andere Spiele, welche wir immer uns gechallenged haben, dann wir werden schon was finden. Sie haben Jürgen Klopp gerade schon angesprochen an der Seitenlinie. Wie läuft da oder aktuell vielleicht sogar noch der Kontakt zwischen Ihnen? Und jetzt sind Sie Co-Trainer bei Borussia Dortmund. Wie weit profitieren Sie vielleicht auch von seinen Erfahrungen? Hat er Ihnen mal Tipps gegeben eigentlich? Tipps nicht, aber ich habe mit dem viele Jahre gearbeitet zusammen. Ich wusste, was er wollte von der Mannschaft und dass
das hat mich auch so für diese noch schon Trainer so beigebracht, die umgehen mit Situationen. Auch also den Kontakt mit dem habe ich schon gehabt, weil ich habe auch bei Viaplay gearbeitet, da habe ich eine Reportage gemacht mit ihm und das war für mich nicht einfach, das war mein Debüt als Journalist, muss man sagen. Und es war schön, den damals zu sehen, dem zu interviewen und wie gesagt, mit Leuten, mit welchen man Erfolg hatte, aber auch nicht, aber gute Zeiten verbracht hat, dann sieht man die immer gerne wieder. Jürgen Klopp hat euch ein bisschen für bekloppt erklärt, ihr wollt tatsächlich trainieren, ist das wirklich der Plan? Ja, sehr wahrscheinlich werden wir trainieren, wenn die Jungs, die sollen am Freitag kommen und wir werden da kleine Einheit machen. Sie haben aber schon den Anspruch, der Fitteste von allen auf dem Platz zu sein, oder? Ich? Immer. Aber ich denke, das werden noch ein paar aktive Spieler da sein, deswegen, die werden schon fit als ich. Ja. Gibt es irgendeine spezielle polnische Abschiedstradition? Also in Deutschland gibt es dann gerne mal einen Blumenstrauß oder sowas. Gibt es in Polen irgendeine Tradition? Nein, da habe ich nichts im Kopf. Also, ne, jetzt fällt mich gar nicht so. Sie haben sich ja dazu entschlossen, nach Dortmund zurückzukehren. Was macht denn Dortmund für Sie aus, dass Sie das jetzt auch als auch in neuer Funktion als neues Zuhause auserkoren haben? Ja. Das Ganze drumherum, um den Verein. Also wie gesagt, ich war hier 11 Jahre lang und das war eigentlich mein zweites Zuhause. Bin ich dann kurz, also für 3 Jahre nach Polen, so zu meiner Heimat und wegen auch familiärer Gründe, dass diese 17 Jahre in Profifußball hat schon, ich war schon ein bisschen müde am Ende meiner Karriere, also im Kopf vor allem und wir möchten als Familie zurück nach Polen und die 3 Jahre waren super, muss ich sagen. Also ich konnte auch meinen Heimatverein da ein bisschen entwickeln, meine Akademie in Goczałkowice auch entwickeln und ich wusste auch, ich möchte mich entwickeln als Trainer und habe ich ein paar Sachen dazu gemacht, also die Lizenzen, welche ich brauchte, dass ich mindestens die UEFA habe. Und momentan bin ich auch bei UEFA Pro und in diesem Zeitpunkt hat Borussia Dortmund und Nuri angerufen und die mussten eigentlich nicht zweimal fragen, weil wenn man solche Chance bekommen, dann muss man die nutzen und auch vor allem, wenn Nuri als Cheftrainer da ist, ich kenne den schon seit Jahren und wir hatten eigentlich fast gleiche Projekte entwickelt zusammen. Also er hat seinen Meinungshagen entwickelt und ich meine Goczałkowice und wir haben oft darüber geredet, wie da läuft und wie man Fußball spielt und so weiter. Bei diesen kleinen Vereinen auch, da was zu lernen, ist auch, denke ich, nicht schlechter Weg, weil da kann man Sachen ausprobieren. Und das haben wir beide gemacht und heute sitzen wir hier als die Trainer von Borussia Dortmund, er als Chef und ich als sein Co. Das ist schon was Gutes für uns beide, aber wie gesagt, im Profifußball geht es um Ergebnisse und da müssen wir auch liefern. Wie sieht eigentlich konkret die Aufgabenverteilung im Trainerteam aus? Also was ist konkret da Ihre Rolle aktuell? Ja, wir haben nicht so viel Zeit. Also schon Training vorbereiten mit anderen Co-Trainer, dann Analyse von den Gegnern nach dem Spiel, Traininganalyse, dann individuelle Analyse, Vorbereitung für Spiel nach dem Spiel. Alles, was man als Trainer machen soll, gehört auch zu uns.